Es ist Sonntag, hier ist Mobile Point und das sind die News. Los geht's! Das Surface-Tablet von Microsoft hat nur ein Drittel der Verkaufsprognosen erreicht. Statt 2 Millionen Geräte wurden nur 700.000 verkauft. Jetzt setzt Microsoft seine Hoffnung in das Surface Pro, was jetzt im Januar 2013 ausgeliefert wird. Die Prognosen sprechen für ein großes Kundeninteresse. Ob sie diesmal richtig liegen, das wird sich noch herausstellen. Die Firma Corning will auf der CES ihr neues Gorilla Glass, Gorilla Glass 3, vorstellen. Corning verspricht eine höhere Bruchfestigkeit sowie eine niedrige Kratzerempfindlichkeit. Das Gorilla Glass wurde in mehr als 1 Milliarde Geräte verkauft und war auch schon 2007 im ersten iPhone drinne. Die Firma LG will ein Windows 8 Tablet herausbringen, was eine ausschiebbare Tastatur haben soll. Das Ganze soll ein 11,6 Zoll Display haben und soll mit vollwertigem Windows 8 laufen und nicht mit Windows 8 RT. Außerdem soll es einen Intel Atom Prozessor besitzen und mehr als 12 Stunden Akkulaufzeit. Das Ganze nennt sich TabBook H160 und davon soll es auch noch ein TabBook Ultra geben, welches mit einem Intel Core i5 läuft. Schon jetzt tauchen erste Gerüchte und Spekulationen für das Samsung Galaxy S4 auf, was jetzt auch im April herauskommen soll schon. Auf der CES wird es voraussichtlich noch nicht kommen, aber es tauchen schon erste Spekulationen auf. So soll das kommende S4 einen S-Pen besitzen, wie auch schon das Galaxy Note und Galaxy Note 2. Außerdem soll es ein 5 Zoll Full HD Display besitzen, sowie einen Quad-Core Prozessor mit 2 GHz, außerdem 2 GB RAM. Und eine 13-Megapixel Hauptkamera. Die Frontkamera wird 2 Megapixel haben und das Ganze soll mit Android 4.2 laufen. Das war's soweit von Mobile Point. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert, kommentiert, favorisiert, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer und sage hiermit Tschüss.